Vielleicht zwei, drei Sätze vorneweg. Wir haben ja außerhalb von Leipzig, wo wir Abo-Reihen haben, nur in Suhl als MDR Klassik eine eigene Abo-Reihe. Darüber sind wir sehr glücklich. Die haben wir schon seit vielen Jahren und die werden wir auch in der Zukunft in jedem Fall beibehalten und tendenziell eher ausbauen. Das ist sozusagen eine grundsätzliche Bemerkung erstmal vorneweg. Wir haben vier Konzerte in dem Abo und ein Sonderkonzert. Zu dem Sonderkonzert komme ich etwas später. Sie sehen ja das schöne Plakat. Dazu muss man sagen, das ist ein Konzert, was schon zweimal hätte stattfinden sollen. Und es gab Stimmen in unserem Haus, die gesagt haben, ihr könnt nicht ernsthaft das jetzt ein drittes Mal programmieren. Was ist, wenn es dann wieder ausfällt? Aber jetzt sind wir guten Mutes, dass wir am Samstag die neunte Sinfonie von Ludwig von Beethoven, das große Werk mit Orchester und Chor, darbieten können. Anja Bielmeier wird dirigieren, war schon mal Gastdirigentin des Orchesters. Und wir freuen uns sehr, dass wir nun dieses große Konzert, vielleicht auch im Vorgriff zum Tag der Deutschen Einheit, hier präsentieren können. Ebenfalls wird an diesem Tag eine Welturaufführung stattfinden des estnischen Komponisten Tonu Korvitz. Es ist ein MDR-Auftragswerk und es wird in Suhl sozusagen zur Uraufführung kommen. Der Komponist ist auch selber da und es ist sozusagen ein Stück mit dem Titel Tota Pulchra es Amica Mea, eine Hymne an die Liebe, wie es so schön heißt. Und ich glaube, dass dieses Konzert ein wunderbarer Start in die diesjährige Saison ist. Dann würde ich zeitlich chronologisch jetzt gerne auf das Adventskonzert gehen. Auch dieses Konzert ist ein Wiederholungskonzert, was letztes Jahr leider aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte. Wir haben im ersten Konzert das MDR Symphonieorchester, den MDR Rundfunkchor und am 17. Dezember um 17 Uhr wird unser MDR Kinderchor in Suhl zu Gast sein mit dem MDR Symphonieorchester. Wir haben ja das große Glück als MDR, dass wir als einzige ARD-Rundfunkanstalt Kinderchöre haben, muss man sagen. Das sind abgestuft nach Alter mehrere Chöre und sie werden ein Adventskonzert am 17. Dezember machen mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern aus der ganzen Welt mit dem Sprecher Axel Thiemann unter der Leitung des künstlerischen Leiters Alexander Schmidt. Hier sind wir sehr froh, dass wir sozusagen über das Abo hinaus ein zusätzliches Konzert darbieten können und wir hoffen, dass es auf große Zustimmung der Suhlerinnen und Suhler treffen wird. Das zweite Konzert der Abo-Reihe ist dann am 28. Januar. Dort haben wir ein sehr, sehr klassisches Programm mit Brahms dritter Sinfonie, mit Felix Mendelssohn Violinkonzert und es dirigiert die japanische Dirigentin Nodoka Okizawa. Sie ist Assistentin von keinem Geringeren als Kirill Petrenko, dem Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, macht eine große Karriere und wir sind sehr froh, sie mit diesem Programm hier auch in Suhl präsentieren zu dürfen. Das dritte Konzert ist auch etwas Besonderes, denn dann wird unser Chefdirigent Dennis Russell Davis wieder zu Gast sein in Suhl. Und es wird große Musik erklingen, nämlich die hochdramatische Märchenkantate Das klagende Lied von Gustav Mahler. Und das Besondere darin ist, dass im Mai nächsten Jahres ja das große internationale Mahler-Festival in Leipzig im Gewandhaus stattfindet, was auch in 22 hätte stattfinden sollen. Das findet vom 11. bis 29. Mai in Leipzig statt und das ist sozusagen im Vorgriff die Suhler-Präsentation des MDRs mit dem klagenden Lied von Gustav Mahler kombiniert mit der Prager Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Und das letzte Konzert ist dann am 20. Mai von Igor Strawinskys die Ballettmusik Petruschka, das durchaus selten aufgeführte zweite Hornkonzert von Richard Strauss, dargeboten von einem ARD-Musikpreisträger. Und im Vorgriff auf das 100-jährige Jubiläum von unserem Orchester und Chor in 2024 wird noch von Ernst Toch eine kleine Theatersuite aufgeführt im Vorgriff auf das 100-jährige Jubiläum.
Das sind die vier Konzerte plus das Sonderkonzert im Dezember mit dem MDR Kinderchor und dem MDR Sinfonieorchester. Wir hoffen auf guten Zuspruch. Die Abonnenten haben die Möglichkeit, über ihre klassischen Abo-Karten noch weiter rabattierte Karten zu bekommen, die Karten weiterkaufen und selbstverständlich auch für das Kinderkonzert am 17. Dezember.